Hey Leute, willkommen zurück zu The Walking Dead. Ich fange hier im Menü an, denn ich weiß nicht, ob die nächste Aktion zeitlich begrenzt ist. Auf jeden Fall sind wir gerade am Hafen von Savannah unterwegs, zusammen mit Kenny, und haben eine Person, ein Haus, eine Fassade runterklettern sehen. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass ich diese Silhouette schon einmal gesehen habe, auf dem Kirchturm, als die Glocken läuteten und uns den Untoten aussetzten. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, ob das eine Falle war, aber das werden wir jetzt sehen. Weiter geht's. Da ist die Person. Wir müssen uns ranschleichen. Kenny hat hier Stellung bezogen. Ich glaube, es ist eine Frau. Ich bin mir aber nicht sicher. Sie ist sehr zierlich. Okay. Und was? Ich hab's mir so gedacht. Och nö. Oder? Das ist eine Frau. Definitiv ist das eine Frau. Wow. Nein. Wie? Nicht. Clem? Nicht Clemmy, komm schon. You're not from Crawford. Das ist ja noch ein junges Mädchen. You're not the guy on the radio. I'm not a guy at all. Full marks for observation. Mind if I get up? Slowly. Also sie sieht nicht aus, als wäre sie schon älter als 25? Schwer zu sagen, aber die Spange verrät's irgendwie. Boah, diese Mauer aus Untoten da hinten. Kenny, don't! Oh. No, he's with us! Oh, Clemmy. Who the hell are you people? Everyone just calm down. I'll calm down once she tells me who the fuck she is. Back off, asshole. The name's Molly. Molly? I'm Lee. This is Kenny and Clementine. We're not looking for any trouble. Hi. Oh, Clemmy, du kannst mir doch nicht einfach hinterherkommen. You guys really aren't from Crawford, are you? Das ist Crawford. I don't even know what that is. Everything beyond that barricade. What the hell happened to you? You sure you want to know? When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive, stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero-tolerance policy for anyone who won't or can't live by their rules. So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. Warum? Ja, warum keine Kinder? What do you mean, no children? Why not? No children, no elderly, no one with an advanced medical condition. Basically, no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived. While the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite, when you think about it. Oh, man. But still, children, you're not saying they... God's name, why? No one stays in Crawford unless they can pull their own weight. Otherwise, you're just another mouth to feed, another drain on their precious resources. What does that mean, pull their own weight? It just means being able to help out, like you do all the time. Doesn't sound like any kind of way to live to me. Couldn't agree more. How do you know all this? Everyone in Savannah knew. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Oh, meine Güte. Leute, ich will nicht spoilern. Ich habe dafür schon mal Schelte bezogen.
Aber seht euch Staffel 3 an der Serie. Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. I knew it! Lee, I knew she was the one who's been following us. Fucking with us. Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raised the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival? They'll eat anything, alive or dead. That's pretty smart, the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast. Get in and out before they start to wander back again. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Ich glaube, wir können ihr vertrauen. Sie ist nicht verkehrt, oder? We're just trying to survive, same as you. And the only way we're gonna survive is by getting on a boat and getting the hell out of here. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars, too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron, you wanna keep your voice down? Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before... Great. Just great. Oh nee, jetzt nicht auch noch die. Isn't that the... Fuck. Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Mom, is there a... Wow, die hat's drauf, Leute. Is there another way out of here? Don't know, don't care. So what the hell are we supposed to do? I refer you to my previous answer. But you have to help us, please. Komm, wegen Clemmy, bitte. Come on, make it fast. Ach, ist das schön, sie hat doch ein Herz. Ich hab's gehofft. Oh, fuck me. Come on, hurry. Oh. Spring doch endlich. One good jump. No. No. Oh, komm schon, Lee, jetzt stell dich mal nicht so an. Kannst du das mal schneller machen oder so? Als hätte er alle Zeit der Welt. Oh, komm jetzt rauf da, rauf da, rauf da. Oder weiter. Nee, rauf da. Oh, Kacke, komm schon, jetzt mach's nicht so spannend. Get your ass out of there. Kann ich da rauf? Nee. God, can't get it open. Here, use that to pry it open. Warum kletterst du nicht auf den Container und springst dann irgendwo rauf, Mensch? Ja, komm. Boah. Alter Schwede, ist das übel. Unten am Fluss. Oh Mann. Aber ich glaube, Molly ist okay. Zumindest verweigert sie sich. Ah. Diesen Crawford-Typen. Ich sag nochmal, Leute, guckt euch Staffel 3 an, dann wisst ihr, welche Parallelen ich da angesprochen habe. Clementine, can you hear me? TV-Serie. If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Ich will gar nicht drüber nachdenken, was sie gemacht haben mit den Kindern und mit den Alten. Shit. Und was schlimmer gewesen wäre, wegschicken oder... Naja, ihr wisst ja, die Horrorfarm. Das muss ich jetzt nicht nochmal aussprechen. No going back now. Nee, ich glaube auch nicht, Lee. Wir müssen weiter in die Kanalisation, aber es ist... kein schönes Gefühl, glaube ich. Hier unten. Oh. Da müssen wir auch welche sein. Also ich glaube nicht, dass wir hier ganz in Ruhe einfach durchkommen. Oder? Oh, super. Das ist natürlich so eine extremst verwinkelte Kanalisation. Wahrscheinlich brauchen wir da Ewigkeiten, bis wir irgendwo einen anderen Aufstieg finden. Oh.
Oh. Warum läufst du auch mitten auf dem Schlick? Lauf da an der Seite, da ist es wahrscheinlich noch gepflastert und nicht so glatt. Oh. Half-eaten sewer rat. Walkers must be down here too. Soll ich die angrabbeln? Ain't touching that. Last thing I need is some god-awful disease. Sonst hätte doch irgendwie Cholera oder Diphtherie oder sowas. Oh. Ist das eklig. Ja, wart ihr schon mal in der Kanalisation? Ich kann nicht sagen, das ist nicht schön. Das riecht nicht gut. Ich bin zwar nicht zimperlich, aber das riecht echt nicht gut. Menschen sind schon ewig ganz schön eklig, so innen drin, ne? Wenn man mal überlegt. Aber alle Lebewesen sind eigentlich eklig. Wenn man mal so genau drüber nachdenkt, dann... Ja, ist Verdauung und so weiter eigentlich schon ganz... normaler Prozess, aber irgendwie auch eklig. Oder? Okay. Oh Gott. Oh ne, komm, Lee, geh da durch. Ah, ja, ich weiß, das kennen wir noch. Wenn es zu rot wird, dann wird's gefährlich. Was? Boah, das kann ich... Looks like some kind of drainage pipe. Ich würde sagen, linksrum ist auf, oder? Warte mal, kann ich mich hier noch umsehen, oder? Eie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 
Ich bin doch in Sicherheit, da sieht mich doch keiner. Alter Schwede, warum ist das hier diese Farbe? Das heißt doch, dass mich gleich einer sieht. Oh, na komm schon. Na gut, das ist wahrscheinlich nur allgemein der Zustand, dann bis sie mich erkennen. Na komm, Lee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, den haben sie noch angeknuspert. Ich hoffe, der steht jetzt nicht auf. Chuck. Oh mein Gott. Chuck. You must have tried to hide out down here. Poor bastard. Och nee, nicht Chuck, Leute. No bullets. He must have saved the last one for himself. You deserve better, old man. Oh Mann, der arme Kerl. Ich hab ihn irgendwie gemocht, obwohl wir ihn nur kurz kennengelernt haben. Oh, schade. Oh, du Ekelhafte. Oh Mann. Oh, oh Gott. Nee. Lass doch los, du. Go, God damn it. Nein, nicht schießen. Alter. Die kommt. Oh, komm schon. Ins Gehirn. Oh, meine Güte, bin ich eben zusammengezuckt. Ich hätte beinahe die Maus weggestoßen schon wieder. Warte mal, daneben ging es noch rein. Ich glaube, die sind erstmal abgelenkt vom Wasser. Hallo? Lee? Der friert ein, wenn ich das mache. In Zeitlupe gehen. Er ist der langsamste Mann der Welt. Aha. Ich schaue erstmal hier oben, bevor ich da unten am Gitter rumwurschel. Aha. Ja, die Leiter, da komme ich bestimmt nicht rauf. Ich muss, denke ich, durch die Tür hier. It's just a sign. No dumping. Ja, Müll abladen in der Kanalisation ist uncool. Man schmeißt auch nichts in die Gullideckel, das ist auch nicht schön. No way I could pick that up on my own. Ja, kannst ja einen Zombie fragen, ob er dir hilft. Looks like somebody saw the damn thing off. Those bars are way too solid. Och Leute, das finde ich jetzt schade mit Chuck. Ich habe wirklich gehofft, dass wir zurückkommen und er noch lebt. Ich habe es echt gehofft, aber... Dieses Spiel ist wirklich gut darin, Hoffnungen zuzuschlagen. Damn, I can't reach it. Mhm, das habe ich mir gedacht. Ich glaube, Molly könnte das, aber... Boah. Ich glaube nicht, dass es Lee schafft. Okay. Aha. Nicht schlecht, aber ich will erst nochmal die Tür checken. Vielleicht komme ich da noch durch. Locked. Fucking perfect. Na. Shit, it broke off. Oh. I already tried that. It ain't gonna budge. It don't budge. So. Ach, Leute. Hoffentlich komme ich hier so raus. Oh Mann, der arme Chuck. Zum Glück hat er sich selbst eine Kugel verpasst. Ich hätte ihn jetzt nicht noch töten wollen. Also, noch toter machen wollen. Ihr wisst schon, Zombie. What the hell? Aha. Tamara Fallout. Must have been one of those old nuclear fallout shelters. Interessant. Sieht aber unbenutzt aus, oder? Someone's living down here. Aha. Ich glaube, das ist alles noch frisch, oder? Also es sieht nicht aus, als hätte sich schon hier jemand bedient, also. Oder? Naja, aber wenn, dann wird es auch nicht lange reichen. Maximal 2-3 Wochen, schätze ich. Naja. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, bevor wir herausfinden, wo wir hier gelandet sind, mache ich nochmal eine kleine Pause. Ich würde mich sehr darüber freuen, über eine Bewertung, über Kritik in Form von Kommentaren. Und ja, wir sehen uns dann wieder nächstes Mal, wenn es heißt The Walking Dead.